Das kannst du nicht abstreiten. Wir waren in dem Moment mit Schwer echt überfordert, beide. Ja, das stimmt aber. Also, gefailt habe ich, weil ich wirklich aggressiv spielen wollte, wie immer, was natürlich nicht ging, weil ich ja komplett benebelt war. Nicht mal ordentlich Luft bekommen. Aber wir waren beide überfordert. Es nutzt halt alles nichts. Möchte nur wissen, wie wir mit Spirituosen und Dingesteil, Kohle und Fisch, ein bisschen Baumaterial, 100.000 Geld zusammenscheffeln sollen. Ich kann es dir nicht sagen. Neue Inselkoordinaten erfasst. Aber ich kann auf einer zweiten Insel eine Zweitsiedlung errichten. Ach komm. Das kannst du gerne tun. Achso, nein, die ist auch klein. Jetzt dachte ich, hier, jetzt habe ich die große gefunden. Ich glaube, es gibt keine große. Glaube ich langsam auch nicht, nein. Langsam habe ich meine Zweifel. So dämlich sich das jetzt auch anhört. Neue Insel. Wir sollten zusehen, dass wir was für die Ökobilanz tun. Spiel gespeichert. Ja, ich weiß. Das hört sich auch nicht blöde an. Das kannst du aber erst mit der nächsten Stufe. Ja. Hier wäre Tee und Reis auch wieder. Fruchtbarkeit. Hast du private Tycoons schon länger gespielt auch mal, oder? Nee, nur in unserer anderen, nicht offiziellen Aufnahme. Ja, das war... Es war keine Aufnahme, also ich habe nicht aufgenommen, aber wir haben das zweite Szenario, diesen Monumentbau mal inspiziert. Und haben da eben geschnallt, okay, im Prinzip ist es ein Endlosspiel, wo wir eben aufbauen müssen. Deswegen, hey, das ist was. Weswegen wir dann jetzt eben gesagt haben, okay, das lassen wir, wir machen gleich Festland. Dieses Handelsszenario. Hier wächst nur Reis, das dürfte wieder was Kleineres sein. Ja. Aber hier hätten wir verdammt viele Bergwerke, das heißt, ich könnte hier Kohle abbauen und teuer verkaufen. Mhm. Das klingt gut. Sollten wir vielleicht, wenn ich mir unser Einkommen so angucke, sollten wir da vielleicht auch drauf gehen. Ja, denn wir haben ja mit gerade mal 10.000 Credits angefangen und das ist in Anno halt nicht so viel. Auch nette Fische. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon mal gesagt habe, aber ich vermisse die Jahreszeiten in Anno. Klar, es ist Mist wegen den Produktionsketten und so, aber man könnte doch im Norden irgendwie eigene Polarinseln oder Eisinseln machen, wo man auch eigene Produktionsketten hätte. Ja. Gab's ja, glaube ich, mal in 1701 andeutungsweise mit diesen Walfängerhütten, die man im Norden bauen musste. Okay. Aber da könnte man viel draus machen. Ach, man könnte Scheiße, zum Beispiel von die. Was dann? Ich hab gehofft, wir haben hier den. Ein Fuzzi, weißt du, wo ich alle 5 Minuten mir 5000 Credits durch so ein bisschen Einzellizenzen kaufen kann. Das wäre richtig gut gekommen jetzt bei der Aufnahme. Die Wahl war jetzt leider etwas anders. Der Wahlausgang war anders. Und ich warte jetzt noch, bis du ein bisschen Baumaterial produziert hast. Ey, wir sind aber auf Null. Also Bilanz ist nicht negativ.
Mhm. Wenn du noch 4 Häuser dazu baust, sind die zumindest leicht im Plus und kann man vorerst über die Runden. Und am Kontor können wir auch beim Handel den Verkauf einstellen. Fisch zum Beispiel können wir schon teilweise verkaufen. Was ich auch gleich mal einstellen werde. Auch noch 4 Bauzellen, Baustoffzellen. Kann ich die Häuser bauen. Wir sind im Plus, hey! Jawohl. Ein kurzer Trommelwirbel bitte. Eine kleine Insel mit Gemüse und Kaffee. Nachdem wir in der zweiten Stufe Gemüse brauchen, wäre es, glaube ich, nicht so schlecht, wenn ich mir die Insel hole. Meinst du, ich soll noch eine zweite Schmelzwerk bauen? Normalerweise reicht ein Schmelzwerk für 2 Basaltbrecher, also... Okay. Oder haben wir so viel im Konto? 9 Tonnen Granulat, also wir haben, ja. Ja, und die anderen sind halt die auch immer voll, ne? Also... Ja, dann bauen wir noch ein zweites, was soll's. Wir sind Tycoons, wir sind geldgierig, wir sollen mehr produzieren. Genau. Ein Haus noch. Aber wir haben bisher eine Ökobilanz von minus 7. Finde ich ganz okay. Letztens hatten wir um den Zeitpunkt, glaube ich, schon minus 30. Also minus 500. Erfasst. Mais, noch eine neue Fruchtbarkeit. Oh mein Gott. Und werden die mal kleiner, die Inseln? Also jetzt mal ehrlich. Ja, langsam habe ich auch das Gefühl, dass die immer kleiner werden. Uranvorkommen. Also ich bin im Endlosspiel ja noch nicht allzu weit, aber Uran? Wo? Wenn du auf ein Bergwerk klickst, also auf so einen Bergwerksbauplatz, Minenbauplatz, ja. Siehst du die Rohstoffvorkommen, die an diesem Ort sind. Und bei der letzten Insel, die ich entdeckt habe, Kohle, Eisenerz, Kalkstein, Kupfer und Uran. Nett. Ja. Gebäudeauswahl vergrößert. Wobei mir jetzt gerade ein wahnsinnig blöder Gedanke kommt. Es gab doch im Mittelalter in diesen Bergwerken so Legenden, dass diese Bergwerke verflucht sind, weil jeder, der reingeht, irgendwann stirbt. Was ist, wenn das Höhlen waren, wo Uran drinnen war? Dann ist es klar, dass man mit der Zeit dann Hops geht. Drauf geht, ja, das ist... Im Mittelalter kannte man das natürlich nicht. Ich bin gerade am überlegen, wo ich jetzt das Casino hinsetze. Gleich neben das Zentrum, oder? Da kommen noch nachher noch diese großen Dinger, die man ja eigentlich genau in die Mitte setzen sollte. Ach so, das... Na gut, das Heizwerk. Ja, die ist was für Ökobilanz Gutes, weißt du? Den Recyclingplatz, ich weiß schon. Naja, ich würde jetzt irgendwie, Ich glaube, ich baue es... Naja, es wäre sowieso besser, wenn da direkt daneben auch Häuser wären, oder? Weil du hast da dann auf einer Seite den Stadtplatz dann. Und wir können sowieso nicht alle aufsteigen lassen. Wenn du die in Richtung der Produktionsgebäude neben dem Stadtplatz baust, das Casino, dann sind da zumindest die ersten 416 Häuser abgedeckt. Und später können wir anderswo noch ein zweites bauen. Ich überlege gerade. Ja, das klingt gut. Oder praktisch links die Dreierreihe. Da in dem von dem mittleren, direkt daneben. Ja, ging ja auch. Und das kann man ja auf der anderen Seite auch machen. Dann deckt man ja komplett links und rechts ab. Das ist richtig, ja.
Soll ich das machen? Ja, bitte, du bist der Bauherr hier auf dieser Insel. Dann kann ich nämlich, wenn du jetzt guckst vom Stadtzentrum, da drunter ist ja eine freie Fläche. Ja. Und darunter ja auch. Demografische Veränderungen. Ja. Und dahin mache ich dann diesen für Yoku-Bilanz. Dann habe ich praktisch alle Felder drumherum, kann ich ja bebauen mit Häusern. Jo, stimmt das richtig, ja. Okay, ich erforsche jetzt noch das letzte Viertel der Karte, auch wenn ich nicht glaube, dass ich jetzt irgendwie noch das Gelbe vom Ei finde. Irgendwie kommt auch keiner zu uns handeln, oder sehe ich das falsch? Neue Inselkoordinaten erfasst. Sieh mal einen an, Gemüse und Zuckerrüben. Brauche ich nicht für die Produktion von diesen Fleischburgern sowieso auch einen Flussbauplatz? Nö, oder? Habe ich jetzt, glaube ich, falsch im Kopf. Ich kann es dir gerade nicht sagen. Ich glaube, ich täusche mich gerade, aber ja. Also wir können auf keinen Fall bei uns Beton bauen, so viel kann ich dir schon mal sagen. Weil? Wir keinen Flussplatz haben. Ja gut, dann werde ich mir eine Insel nehmen, an der ich einen Flussbauplatz habe. Wie sieht's denn mit der aus? Du hattest doch eine Insel, die gut zum für Kohle und so war, ne? Ja, das war die hier, weil da hätte ich die drei Abbaugebiete gleich nebeneinander. Aber hier keinen Flussbauplatz. Außer du gehst da drunter, die. Warte, wie mache ich nochmal das Symbol? Alt drücken und auf die Karte klicken. Ja, aber die da hat auch hast du vier auf einer Insel. Jo, aber die hat auch keinen Flussbauplatz, das ist wieder dasselbe Mist. Ich sollte die Aufstiegsrechte mal sperren. Oder ich schnapp mir die hier. Die wird schon am weitesten weg, aber die hat Gemüse und einen Flussbauplatz. Das wäre, glaube ich, das Sinnvollste. Ah, jetzt haben wir ein kleines Problem. Welches das wäre? Wir brauchen Werkzeug für die Werkzeugfabrik, wir haben aber kein Werkzeug. Ja, dann werde ich wohl einkaufen fahren müssen. Was es natürlich sehr positiv auswirkt. Ich fahre gleich zu den Tycoons, die helfen uns sicher gerne. Sind ja quasi unsere Kompaniegenossen, wo wir schon bei Kampftauchern sind. Lassen wir das. Ich würde dich bitten, dass du für die Werkzeug Produkt die Kette, dass du die baust. Auf meiner Insel? Nee, ruhig auf meiner. Aber damit wir so wenig wie möglich brauchen, weißt du? Weil ich nicht garantieren kann, dass ich ziemlich wenig brauche. Wie vom Platz her, oder? Nee, von den Materialien her. Okay. Ich werde dann hier im Norden noch ein Markthaus bauen. Markthaus, das ist jetzt Warendepot. Mit dem ich zum oberen Bergwerk kann. Da habe ich auch genug Platz dafür.